Wir möchten ja gerne zurückverwandelt werden und wir wollen auch unsere 500 Mark wieder haben. Können wir erstmal schauen. Hier gibt's auch Werkstatt. Okay, kann man hier zur Seite. Hier gibt's aber noch ein Haus, natürlich. Das gucken wir uns mal an. Es ist das Haus des wahnsinnigen Vogel. Ja. Kannst du es benutzen? Allee. Machen wir später. Gibt's hier noch was? Das ist der Haupteingang des Hauses. Ja, wunderbar. Wer sitzt denn hier? Entweder ist es nur ein Papagei oder eines von Vogels misslungenen Experimenten. Ich glaube, da kann man sich nicht so ganz sicher sein. Benutz den mal. Ja. Kannst du ihn mitnehmen? Ich glaube nicht, dass er mit mir kommen will. Ach, schade. Ich hätte ihn gern, obwohl der ist mir eigentlich zu blau schon wieder. Hallo, Papagei. Hallo, Ferkel. Ja, netter Kollege. Das war bestimmt ein Insider. Hallo, Papagei. Hallo, Ferkel. Ach so, okay. Wir sehen schon, die beiden verstehen sich. Was gibt's noch? Ein Briefkasten. Eine alte Zeitung ist drin. Echt? Dann nimm die mal mit. Man weiß ja nie. Nimm die Zeitung mit. Ach so. Wollte ich den Briefkasten nehmen? Ah, kann man die Zeitung extra anwählen. Zack, eine Zeitung. Es ist nur eine alte Zeitung. Ach so, ich dachte schon. Und jetzt? Schauen wir nochmal an. Ich kann dort noch ein Stück Papier sehen. Ich nehme es mit. Ja, weil hier war noch so ein gelber Zipfel. Wir können uns das mal anschauen. Nur ein Stück Papier. Ja, ein bisschen gelb oder grünlich das Ding, aber egal. Gibt's hier noch was? Ja, Vogelshaus. Wir gehen. Bevor wir reingehen, würde ich sagen, gehen wir einfach mal zur Seite hier. Oh, wer sitzt denn da? Ja, oh, ein alter Mann. Wir können es. Ich würde sagen, immer erstmal umschauen, dass man weiß, was es hier alles so gibt. Eine Werkstatt. Eine Latte? Oh, eine Latte Macchiato vielleicht. Aber nicht am Haus befestigt. Eine Glocke. Reden wir erstmal mit dem sympathischen Kollegen hier. Oder schauen wir uns den erstmal an. Ein alter Homo sapiens sapiens. Alter? Über 80. Gewicht? Etwa 65 Kilo. Augenfarbe rätselhaft. Ja, ich sag ja, das Spiel hat seinen eigenen Humor. Ich find's gut. Kannst du ihn benutzen? Nein, danke. Ach, schade, kannst du ihn mitnehmen? Ist nicht mein Geschmack. Das dachte ich mir. So, rede mit dem alten Mann. Auch reden kann man hier sich unterhalten. Sie wundern sich gar nicht, dass ich kein sprechendes Ferkel bin. Entschuldigen Sie, aber sitzen Sie hier öfter? Ich muss gehen. Ich würde sagen, wir nehmen das Erste. Sie wundern sich gar nicht, dass ich ein sprechendes Ferkel bin? Nein, gar nicht. Das ist völlig normal. Aber wieso hat dich der Professor nicht vernichtet? Ja, der wundert sich über gar nichts mehr. Gerade hier beim Vogel. Wieso sollte mich der Professor vernichten wollen? Keine Ahnung, vielleicht war er gut gelaunt. Auf der Schachtel steht, dass in diesem Spiel... Was? Dass ich in diesem Spiel unsterblich bin. Sehr schön. Ich habe ihn überredet, es nicht zu tun. Was machen wir denn? Ich finde das so schön hier. Auf der Schachtel steht, dass ich in diesem Spiel unsterblich bin. Auf diesen blöden Werbetrick würde ich mich an deiner Stelle lieber nicht verlassen. Ach ja, naja. Schade. Sie behaupten, dass ich in diesem Spiel jederzeit sterben kann? Jedem von uns kann jederzeit alles Mögliche passieren. Schau dir mal den Professor an. Gestern macht er noch IQ-Experimente an Menschen und heute wird er vermisst. Man hat ihn entführt. Oh mein Gott, man hat ihn entführt. Wer denn? Wieso sollte ihn niemand entführen wollen? Man entführt den Professor und Sie sehen tatenlos zu? Man hat ihn entführt? Wer denn? Was weiß ich, irgendwelche Außerirdischen. Es war zwar dunkel, aber ich sah sie mit einem Raumschiff wegfliegen. Und Sie wissen nicht, wo man ihn gebracht hat? Und wie finde ich jetzt den Professor? Und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt machen? Ich würde sagen, erstes. Und Sie wissen nicht, wohin man ihn gebracht hat? Meiner Meinung nach ist er jetzt auf dem Planeten der Außerirdischen. Wo sich der befindet, das solltest du lieber Fischer fragen. Okay. Ja. Wer ist dieser Fischer und wo finde ich ihn? Fischer?
Das ist ein unfreundlicher Dummkopf, der im Süden der Stadt am Fluss lebt. Ich zweifle aber daran, dass er dir helfen wird. Entschuldigen Sie, aber sitzen Sie hier öfter? Ich sitze hier schon seit über 30 Jahren. Das haben wir eine ganze Weile. Sie haben sich seit 30 Jahren von hier nicht gerührt? Langweilen Sie sich hier nicht? Ich glaube nicht, dass Sie schon 30 Jahre hier sitzen. Ich würde sagen, wir machen Ersteres. Sie haben sich seit 30 Jahren von hier nicht gerührt? Nein. Ich erwarte hier etwas sehr Wichtiges. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was. Aber ich hatte vor 30 Jahren bestimmt einen guten Grund dafür, dass ich mich hergesetzt habe. Das klingt doch zuversichtlich, wobei 30 Jahre doch schon ein Weilchen sind. Langweilen Sie sich hier nicht? Nein. Ich denke einfach nur nach. Zum Beispiel über die seltsame Einstellung meines Sohnes. Jonathan. Er ist meine größte Enttäuschung. Er hat damit sogar seinen Bruder Umba Vogel von hier nach Afrika vertrieben. Es ist einfach schrecklich. Ich mag den Kollegen. Was ist daran so schlimm, dass Jonathan etwas anders ist? Wieso haben Sie Ihren Sohn Umba benannt? So, wo könnte ich diesen Jonathan finden? Wir machen, ja, erstmal der Reihe nach. Was ist daran so schlimm, dass Jonathan etwas anders ist? Es ist einfach unerträglich. Ich wohne mit ihm seit 20 Jahren unter einem Dach. Und da sagt er mir, dass er... Vergessen wir es. Wieso haben Sie Ihren Sohn Umba benannt? Ich habe ihn nicht so benannt. Ursprünglich war sein Name Leonard Vogel. Aber das afrikanische Volk, dessen Anführer er jetzt ist, hat ihm einen neuen Namen gegeben. Umba. Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet. Wo könnte ich diesen Jonathan finden? Er ist bestimmt in einem von diesen Clubs außerhalb der Stadt. Aber er sollte jeden Augenblick zurück sein. Ich glaube nicht, dass Sie schon 30 Jahre hier sitzen. Aber es ist nun mal so. Schau dir nur meinen alten grauen Bart an. Der wächst schon gar nicht mehr. Ja, so kann's gehen. Also so viel... Ja gut, der konnte uns schon was sagen. So ist er nicht. Können wir nochmal reden? Ich wüsste nicht, was ich noch mit ihm reden soll. Ach so, okay, alles klar. Ja, schauen wir uns einfach mal hier die Glocke an. Sie hört nicht auf zu läuten. Es ist wohl Vogels Perpetuum mobile. Sollte jeder ein Ding von zu Hause haben. Kannst du mitnehmen? Ist viel zu hoch. Ach, schade. Benutzen? Ist viel zu hoch. Och, Manu, was gibt's hier denn noch? Es gibt einen Weg, es gibt... Ja, es gibt hier auf der linken Seite noch ein Schild. Was für... Schauen wir uns mal an. Werkstatt. Ja. Wer hätte es gedacht? Und was sonst noch? Vogels Werkstatt. Er ist wohl noch nie drin gewesen. Was gibt's hier noch? Latte. Man sollte irgendwas draufhängen. Ach, das meinen die mit Latte. Hier sind solche Haken, da kann man irgendwie was, ja, was draufhängen, meint der. Und eine sympathische Panzertür. Der Eingang zu Vogels Werkstatt. Ja, die sichere ich auch immer mit einer Panzertür. Gehen wir mal auf den Weg hier einfach mal weiter. Erstmal umschauen hier draußen, bevor wir ins Haus reingehen. Und hier sind zwei Leute, zwei Kinders. Da ist die Glocke wieder. Pigs? Okay. Da kann man was mitmachen, da kann man schauen. Gibt es sonst noch was? Wir schauen uns erstmal den Käfig an. Es ist ein Stall. Ein Schweinestall. Philipp? Ja, sind wir doch fast richtig hier, wenn das ein Schweinestall ist. Wobei, wir sind ja nur ein halbes Schwein. Wir haben ja noch Schuhe an. Das macht viel aus. Sein Freund hypnotisiert ihn mit der Maus. Okay. Er hat eine Maus und will seinen Freund hypnotisieren. Das steht beides in einem direkten Zusammenhang, würde ich mal behaupten. Reden wir mal mit dem. Hey, was macht ihr zwei hier? Ich bin Johnny. Was könnt ihr mir über Professor Vogel erzählen? Oh, ich muss jetzt los. Machen wir das Erste. Was macht ihr zwei denn hier? Ich versuche, meinen Freund mit dieser Maus zu hypnotisieren. Wahnsinn. Mit einer Maus hypnotisieren? Mit einer Maus hypnotisieren? Ja, wieso eigentlich nicht? ja? Ich glaub nicht an dieses Hypno-Zeug.
Wieso denn? Ja, es könnte vielleicht funktionieren. Könntet ihr mir diese Maus leihen? Natürlich. Nicht. Wir brauchen diese Maus, um unsere Süßigkeiten zu finden. Was? Diese Maus soll eure Süßigkeiten finden? Klar. Nein, ich hypnotisiere meinen Freund, damit mir wieder einfällt, wo ich meine Süßigkeiten versteckt habe. Ja, das sind alles ganz normale Wege. So haben wir das früher auch immer gemacht. So, was haben wir hier noch? Ach, jetzt können wir die anderen Sachen hier auswählen. Ich bin Johnny. Ray. Butlek. Auch sehr schöne Namen. Was könnt ihr mir über Professor Vogel erzählen? Was könnt ihr mir über Professor Vogel erzählen? Nicht viel. Wir wissen nur, dass er oft mit IQ-Mutationen experimentiert. Okay, ich muss jetzt gehen. Tschüss. Mach's gut. Ja, wenn die mir sowas erzählen wollten, dann würde ich auch lieber gehen. Okay, das ist Ray und das ist Butlek. Ja, und die Maus kriegen wir leider nicht. Obwohl, wir können dann nochmal reden. Vielleicht gibt er uns die jetzt. Ich wüsste nicht, was ich noch mit ihm reden soll. Na gut, dann nicht. Gehen wir mal zurück. Ja, der alte Mann sitzt da immer noch. Lassen wir ihn einfach mal. Ist ja ein schönes Plätzchen da. Papagei haben wir auch betrachtet. Und gehen wir einfach mal ins Haus rein. Ah ja, alles klar. Was gibt's denn hier? Eine Alarmanlage. Ist ausgeschaltet. Wie schaltet man sie ein? Ja, das ist eine gute Frage. Einfach benutzen. Oh. Ist ausgeschaltet. Na. Wie schaltet man sie? Ich kann das so nicht benutzen. Ach so, schade. Gibt's hier noch was? Nö, hier gibt's noch einen Fahrstuhl. Können wir uns mal anschauen. Ein patentierter, ultraschneller Fahrstuhl. Wie es sich für einen Professor natürlich gehört, ist hier in diesem Haus auch nichts normal. Den benutzen wir später. Erstmal schauen wir uns den Zettel an. Sprichlo Iber Chove Gaute. Unterschrift Fischer. Und frag mich nicht, was es bedeutet. Was bedeutet das? Weißt du auch nicht, ne? Hier ist ja auch sehr schön, hier im Regal noch so ein paar Augen und sowas. Habe ich auch zu Hause. Kann man immer gut gebrauchen. Gehen wir weiter hier. Aha. Oh, da schwimmt einer rum. Was gibt's denn hier? Hier gibt einen Sessel. Ein grüner Sessel, auf dem etwas rosa-rotes ist. Aber ich weiß nicht was. Nö. Ja, wie gesagt, ich mache hier erstmal so ein bisschen, dass ich die ganzen Sachen anschaue. Bis du dieses rosa-rote etwas von dort nicht wegschaffst, mache ich mit diesem Sessel gar nichts. Ach so, na gut. So, was haben wir noch? Eine Schachtel, einen Schrank. Wir schauen uns mal den Schrank an. Etwas bewegt sich da drin. Okay, öffne den mal. Solange die Schachtel im Weg steht, kann ich ihn nicht öffnen. Klingt logisch. Wegen dieser dummen Schachtel kann man den Schrank nicht öffnen. Ja, benutzt die mal. Und tap. So, beiseite. Geht das jetzt? Ah. Oh. Eine Maschine. Schauen wir uns die auch mal an. Man weiß ja nie. Wozu dient sie wohl? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie benutzen könnte. Schade. Kannst du sie mitnehmen? Ist in den Schrank eingebaut. Man kann sie nicht mitnehmen. Wäre an sich auch für die Hosentasche ein bisschen zu groß, zumal du gar keine Hose anhast. Also ich würde mir mal Gedanken machen. Vielleicht gibt es ja noch einen Kleiderschrank. Ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher. Mit dem Verkauf an ein Museum könnte man viel Geld machen. Ja, kannst du ihn mitnehmen? Ist schwer und veraltet. Ich will ihn nicht. Ja, kannst du ihn mit dem benutzen? Ich will jetzt nicht fernsehen. Och Mann. Na gut, dann lassen wir ihn halt. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Fisch im Aquarium. Der schwimmt da freudig vor sich hin. Ein Fisch mit einer Sonnenbrille? Ja, natürlich, falls es hier drin hell ist, falls die Sonne ins Wasser scheint. Ich werde diesen Fisch nicht anfassen. Er sieht gefährlich aus. Hm. Nur weil da drüber Sägefisch steht und Erdö, was auch immer das bedeuten soll, vielleicht mitnehmen. Der Fisch sieht gefährlich aus. Ich sollte ihn zuerst betäuben. Okay, also kriegen wir schon mal einen dezenten Hinweis, was man mit dem denn anstellen könnte. Nur warum wir das machen sollen, das wissen wir noch nicht so ganz. Egal, vielleicht brauchen wir den noch, man weiß es nicht. Ah, ein Lautsprecher. Vogel hat den Staub dort schon lange nicht abgewischt.
Das ist die Information, die ich zum Lautsprecher haben wollte. Den Lautsprecher alleine kann ich nicht benutzen. Da hat er recht. Mitnehmen? Zu Hause habe ich bessere. Diese brauche ich nicht. Ja, okay. Kann man hier sonst noch was machen? Fernseher haben wir abgegrast. Sessel, Tür. Ja, hier ist halt wieder zurück. Ja, und ich würde sagen, mache ich erstmal eine kleine Pause und dann schauen wir uns danach hier unten den unteren Teil des Hauses an mit diesem schönen Fahrstuhl. Ja, bis später.